Das Bundesamt für Migration informiert. Liebe Bamfer und Bamfinnen, herzlich willkommen zu unserer Schulung. Wie erkenne ich einen Fake-Syrer? Seien Sie misstrauisch bei Asylbewerbern, die zwar kein Wort Arabisch, dafür aber fließend Deutsch sprechen. Ich komme aus Aleppo. Aus Aleppo. Gängige syrische Vornamen sind zum Beispiel Amir, Khalil oder Omar. Eher selten ist... Dirk. Ich bin der Dirk. Aber meine Freundin in Aleppo, die nennen mich auch Dicky. Unter deinem Obstladen. Alles in Klumpdor. So, und jetzt nachhaken. Ein Obstladen. Ah ja, na dann nennen Sie doch mal drei Obstsorten. Apfel. Apfel Sine. Apfel Mus. Nein, aber nicht, das war doch... Es gibt ein paar ganz einfache Faustregeln. Beispiel: Leute in einem Karnevalsscheich-Kostüm, die Mettbrötchen futtern, sind meistens keine Syrer. Und ganz wichtig, egal was man ihnen erzählt, es gibt keine bayerische Minderheit in Damaskus. Kein Syrer. Auch nicht. Vielleicht. Schwer zu sagen. So, jetzt wird's interessant. Wo kommen du her? Afghanistan. Sehr gut. Afghanistan, nur weil da Krieg ist. So viel für heute. Und nächste Woche erklären wir Ihnen den Unterschied zwischen einem Islamisten und einem Island-Pony. Nicht ganz einfach. Fängt beides mit IS an. Tschüss.